Containerschiffe. Sie produzieren mehr als 7 Millionen Tonnen an Stickoxiden pro Jahr, die rund um die Uhr in unsere Atmosphäre ausgestoßen werden. Würden wir jedoch auf sie verzichten, hätte das zur Folge, dass der wichtigste Teil des weltweiten Warenhandels zum Erliegen käme. Dass es so weit nicht kommen muss, dafür sorgt eine Entwicklung aus dem Schwarzwald. In der höchstgelegenen Stadt Baden-Württembergs, Furtwangen, ist es einer Firma gelungen, eine innovative Doppelpumpentechnologie zur effizienteren Urea-Dosierung zu entwickeln. Die genaue Dosierung ist hier der Schlüssel, um den Schadstoffausstoß effektiv zu reduzieren und unsere Umwelt zu schonen. Es wurden bisher nur komplizierte Einzellösungen, häufig zusammen mit Urea-Pumpen aus LKWs, für die Großmotoren verwendet. Damit ist die Anwendung recht kompliziert und gleichzeitig verringert sich die Zuverlässigkeit einer genauen Dosierung. Das Ergebnis? Ein signifikant höherer Schadstoffausstoß. Das von Scherzinger Pump Technology entwickelte SCR-Dosiermodul führt durch den exakt einstellbaren Fördervolumenstrom dazu, dass der Stickoxidausstoß zuverlässig um über 98% reduziert wird. Ein weiterer Bonus? Dank Plug and Play ist das Modul sehr einfach, auch in bestehende Systeme zu integrieren. Dr. Manuel Bremer, verantwortlich für die Systementwicklung bei Scherzinger, ist diese Innovation zu verdanken. Gemeinsam mit seinem Team hat er in langjähriger Entwicklungsarbeit diesen Fortschritt ermöglicht. Solch ein Entwicklungsprojekt stellt insbesondere mittelständische Unternehmen wie Scherzinger vor große Herausforderungen. Die Herausforderung bestand in der Zusammenführung des benötigten Wissens aus unterschiedlichen Fachbereichen und der damit einhergehenden interdisziplinären Zusammenarbeit. Durch die kurzen Wege und die offene Kultur hier bei Scherzinger war es aber möglich, die Kompetenzen ohne Verluste zu bündeln, unabhängig davon, ob es sich um mechanische, fluiddynamische, elektronische oder softwarespezifische Fragestellungen drehte. Zahnradpumpen sind bereits lange am Markt etabliert und auch bei diesem Aufbau hat sich augenscheinlich nicht viel verändert. Noch immer greifen zwei Zahnräder ineinander und transportieren das Fördermedium. Dies ist grundsätzlich richtig. Vergessen wird dabei jedoch, dass alle Pumpen unabhängig von ihrer Bauform Verlustströme aufweisen. Bei Zahnradpumpen zum Beispiel treten diese an den Lagerstellen, an der Magnetkupplung, den Stirn- und Mantelflächen der Rotoren, also der Zahnräder, auf. Diese galt es in einem ersten Schritt mathematisch exakt zu beschreiben, um sie dann anschließend gezielt zu beeinflussen oder gar komplett zu eliminieren. Das Know-how liegt hier also primär in der Elektronik und weniger in der Mechanik. Dank der Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet und des tiefgreifenden Wissens um die fluiddynamischen Zusammenhänge, konnte Scherzinger diese Problematik aber lösen. Die Rückströmung ist primär druckgetrieben. Durch eine Reihenschaltung von zwei Pumpen mit integriertem Bypass und einer Differenzdruckregelung über der zweiten Pumpe können wir diese Strömung aber exakt beeinflussen. Dies bedingt eine hochdynamische Motorsteuerung, welche wir bei Scherzinger abgestimmt auf die Zahnradpumpe zusätzlich entwickelt haben. Nach der Konstruktion und Simulation am Rechner folgten umfangreiche Tests im Prüffeld. Um den variierenden Prozessbedingungen beim Kunden Rechnung zu tragen, mussten alle Versuche in speziell ausgerüsteten Klimakammern durchgeführt werden. Die Anlagensteuerung und Messdatenerfassung erfolgte dabei vollständig automatisiert mit einem eigens entwickelten Prozessleitsystem. Dieses wurde ebenfalls hier bei Scherzinger aufgebaut, um auf Versuchsergebnisse jederzeit und schnell reagieren zu können. Dies reduzierte den Time to Market und sorgte folglich zur Kosteneinsparung. Matthias Derse, Geschäftsführer der Firma Scherzinger Pump Technology, ist stolz auf die Leistung seines Teams. Wir freuen uns, mit den Scherzinger Dosiersystemen ein weiteres Kapitel in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte aufzuschlagen. Diese Technologie erschließt uns völlig neue Möglichkeiten. Wir liegen bei der Genauigkeit unter 1,5% und die Ausregelzeit liegt unter einer Sekunde. Und das alles extrem easy to use. Unser Wettbewerbsvorteil liegt darin, dass wir die Pumpe aus dem FF beherrschen. Wir haben das System von innen, vom Herzen aus entwickelt. Und die Steuerung und Regelungstechnik haben wir mit einem erfahrenen Partner zusammen, aber in engster Abstimmung entwickelt, sodass wir wirklich von unserem eigenen System sprechen können. Diese Motorsteuerung erschließt uns völlig neue Potenziale. Und wie immer bei Scherzinger,
ist die Entwicklung für ein extrem breites Kundenportfolio angelegt. So bieten wir Top-Technologie für jedermann. Ob nun in der Verfahrenstechnik, im Lebensmittelbereich oder in der Schifffahrt, das Schürzinger Dosiermodul revolutioniert die Dosierung und leistet einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.